Und schon wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous. Wo wir uns in Dresden befinden, denn wir sind auf der Suche nach Personen, mit denen wir reden können, um sie zu fragen, was sie denn träumen. So, und in den Kommentaren habe ich gelesen, in ungefähr 30 Tagen von jetzt angesehen, wird die Königin. Entschuldigung, da muss ich mal eben niesen. Ich glaube, ich bin allergisch auf die Königin. Wird die Königin eintreffen? Und dann war es das mit dem Angriff der freien Kreuzfahrer auf die Mitternachtsmesse da unten. Das heißt, wir sollten uns ein bisschen beeilen mit den Dingen hier. Ich bin offensichtlich auch allergisch auf Zeitdruck. So. Gut, aber erst einmal, das Wichtigste ist mir tatsächlich die Gefährtenquests. Das hier oben könnte zur Not auch schief gehen, aber die Gefährtenquests müssen wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir werden noch mit Horgus reden, mit Fyö, Chiar, Chundawai. Okay, Hino. Jetzt bin ich ein bisschen, wo stehen die denn alle rum? Ich weiß, dass Horgus-Gwerm, glaube ich, da oben irgendwo auf dem Marktplatz rumsteht. Zumindest haben wir ihn da zuletzt gesehen. Nicht hier lang, sondern hier lang. Bauer, Bauer, Bauer. Da steht Ember rum, die schon wieder eine große Meute um sich herum versammelt hat. Lady Konomi, die möchten wir nicht nach ihren Träumen fragen, denn ihre Träume sind die Ausgeburt der politischen Ränkespiele. Da ist Horgus Gwerm. Ich höre, Ritterkommandant. Ich habe eine Frage, sie mag euch seltsam erscheinen, aber als Kommandant brauche ich eure Antwort darauf. Wovon träumt ihr? Meine besten Jahre liegen längst hinter mir. Ich habe zu viel Tod gesehen, um davor selbst noch Angst zu haben, aber ich will nicht alt werden. Doch wer genügend Geld hat, kann sogar die Zeit selbst bestechen. Nehmt zum Beispiel Königin Galfrey. Ich wünschte, ich könnte mir den Zaubertrank leisten, mit dem sie seit über einem Jahrhundert jung bleibt. Sein Wunsch ist es, noch reicher zu werden, um noch länger zu leben. Na gut, da ist Chiar. Chiar wirkt alt und gebeugt. Sein graues Haar scheint noch dünner geworden zu sein. Er mustert dich gedankenverloren und lächelt traurig. Wie aus Gewohnheit. Ja? Wovon träumt ihr, Chia? Mit einem tiefen Seufzer blickt der alte Mann über deinen Kopf hinweg zum Horizont. So viele junge Männer und Frauen haben in diesem Krieg ihr Leben verloren. Sie kamen hierher, jung und furchtlos, um wenig später den Tod zu finden. Sie alle ins Leben zurückzuholen, davon träume ich. Chiar schenkt dir ein breites Lächeln. Natürlich, Kommandant. Ihr habt viel zu tun. Möge Iomeda eh mit euch sein. Ja, das ist ein schöner Traum, ein sehr schöner Traum. Lieber Chun, wovon träumt ihr denn? Wisst ihr, Kommandant, ich beklage mich wirklich nicht über unsere Rationen, aber es ist Jahre her, seit ich zuletzt Kürbis gegessen habe. Habt ihr die Kürbisse gesehen, die wir in dieser Gegend anbauen? Die sind so groß, dass Kinder Rüstungen für ihre Ritterspiele aus ihnen schnitzen. Und wie sie riechen und schmecken. Ein Königreich für einen Kürbis. Okay, ein Kürbis. Ich finde das irgendwie sehr sympathisch. Das ist ein sehr... Ach, guck mal, hier malt schon der erste ein Bild von dem Ding. Das ist ein sehr bodenständiger Traum. Einfach ein Kürbis. Einen leckeren Kürbis. Der einäugige Teufel stand auch hier oben irgendwo rum, ne? Da. Schönen guten Tag, Kommandant. Willkommen im Handelshaus des einäugigen Teufels. Waren eurer Wahl und vieles mehr. Hier findet ihr alles. Ja, ich habe eine Frage und zwar, wovon träumt ihr? Davon, mich zur Ruhe zu setzen, wenn ich erst reich bin. Ich ziehe nach Taldor und kaufe irgendeinen verarmten Adeligen ein Anwesen am Meer ab. Vielleicht sogar seinen Titel.
Ich werde mich mit derartigem Luxus umgeben, dass mich selbst die alten taldanischen Herrscher aus dem Jenseits darum beneiden werden. In meinem Speisesaal wird eine Orgel stehen, auf der ich mir während des Essens vorspielen lasse. Oh, und Harfen und Glocken. Du bemerkst aus dem Augenwinkel eine Bewegung, siehst aber ansonsten nichts. Herr Rüscherle hat sich hervorragend getarnt, um die Träume der Stadtbevölkerung unbemerkt mit anzuhören. Was? Ihr wollt ein paar abgeschnittene Nägel kaufen? Moment, was war denn da? Nee, ich will das nicht anklicken jetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, was denn da gewesen ist. Warum das, was ist, abgeschnittene Nägel? So, Für und Hilor. Wo sind die beiden denn? Puh. August gewärmt, schon dabei. Chia, dann die Konomi. Mich hätten die Träume von... Hier. Von Wilzer Garms interessiert. Arkaner Weber, Juwelenhändler, Häuptling Sul, Hauptmann Hamatan. Ne, dann müssten die hier oben drin sein, oder? Oder sind die in der Taverne? Nee, das sind die nicht. Hilor. Wer war denn nochmal Hilor? Das muss ich mal ganz... Wenn er nicht da oben drin ist, dann suche ich den mal so ein bisschen offscreen, aber bin mir gerade nicht mehr sicher, wo der rumsteht. So. Aber hätte ich das nicht gesehen, als ich das erste Mal hier drin war? Ja, ich war ja schon mal hier drin, weil ich mit Edabef geredet habe, ne? Anevia, Aivo, früher Sonnenuntergang, Edabef, Regil. Regil steht auch immer neben dem... Nee, hier ist er nicht. Wo ist Hilor? Wo ist Hilor? Pass auf, wir machen Folgendes. Könnte nämlich sein, dass ich jetzt... Ach hier, The Streets, da ist mindestens noch einer. Und in der Taverne ist noch einer. Ach ne, in der Taverne ist Arushale. Fühe, da ist er. Der Tavernenwirt, stimmt. Fühe sitzt auf der Theke und lässt die Beine baumeln. Als er dich bemerkt, winkt er dir zu. Seid gegrüßt, Toru. Grüße ebenso. Ich habe eine sehr ungewöhnliche Frage, und zwar, wovon träumt ihr? Fühe wirkt alles andere als überrascht von der Frage. Von Gesundheit, Reichtum und Zwergenwhisky. Ich hatte das Glück, das Zeug kosten zu dürfen, das sie unter dem Berg brennen. Seitdem träume ich davon, auch so eine Destille zu besitzen wie sie. Aber die sind äußerst verschlossen und teilen ihre Erfindungen nicht mit anderen. Ein Jammer. Naja, gut. Schaut mal wieder rein. Ihr seid hier stets willkommen. Alles klar. Here we go. Dann fehlt mir nur noch Hilor. Greybor. Ja, unsere Gruppe sollten wir ja nicht fragen, ne? Also die Gruppe, es war ja explizit angefragt, die Träume der normalen Stadtbewohner in Erfahrung zu bringen. Wo ist Hilor? Der müsste doch eigentlich auch angezeigt werden dann auf der Karte, oder? Also hier als solch ein Punkt. Nystra, Hauptmann Hamatan, Häuptling Sul. Dass sie nicht nach Häuptling Sul gefragt hat, wundert mich ein bisschen. Er wurde als in den Streets, also das wurde als in den Streets angezeigt, die offene Quests. Hilor. Pass auf, ich suche mal gerade Hilor. Wir sehen uns wieder, sobald ich ihn wiedergefunden habe. Sonst laufe ich nämlich jetzt hier eine halbe Stunde ziellos durch die Gegend und suche. Und nerve euch ein bisschen damit. Nee.
Na gut, bis in 2 Sekunden. Ich habe Hilo gefunden. Hier ist er. Im Gasthaus. Im 2. Stock. Herzlichen Glückwunsch zur Eroberung von Dresden, Kommandant. Es ist ein großer Sieg, obwohl ihr ihn mit viel Blut bezahlt habt. Sein Geruch hängt immer noch in der Luft. Ich erinnere mich noch gut daran. Das letzte Mal, als die Luft derart stank, war der schrecklichste Tag meines Lebens. An diesem Tag hätte ich die Albtraumspinnerin fast erwischt. Wovon träumt ihr, Hilor? Ich würde alles verschenken, um mein schönes kleines Mädchen Luri ein letztes Mal wiederzusehen. Verstehe. Naja. Viel Glück, seid vorsichtig und vertraut nur euren engsten Freunden. Der Feind ist gerissen und tückisch. Jetzt haben wir sie alle gefragt. Bin gespannt, was Arui Chalet daraus machen wird, aus den ganzen Informationen, die sie von den einfachen, also nicht unbedingt den einfachsten Bürgern von Dresden, aber eben nicht denen, die im Fokus stehen, erhalten hat. Da, mit allen haben wir gesprochen. Schön. Jetzt müssen wir nur noch mit Arui Chalet über ihre Träume sprechen. Und sie steht ja hier oben in der Taverne rum. Arui Chalet beobachtet von dem Tisch in der abgelegensten Ecke der Taverne aus forschend die Besucher. Sterbliche, ich muss noch so viel von ihnen lernen. Nun, ich habe einige Bewohner der Stadt über ihre Träume befragt. Reicht euch das denn? Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele neue Träume jetzt in meinem sind. Gehen wir, dann zeige ich euch alles, was ich habe. Der Succubus nimmt dich erneut bei der Hand und bringt dich in die Traumwelt. Warum ist sie über und über mit Blut besprenkelt? Arui Chalets Traum ist nicht mehr leer. Du trittst ein und wirst von einer Lawine von Stimmen, Gerüchen und Bildern überrollt. Der Geruch von Anevias frischem Brot verbindet sich mit dem Gestank des frischen Blutes der Templer aus dem Traum ihrer Frau. Die Glocken und Harfenseiten zaubern die schönsten Melodien hervor, die sich der einäugige Teufel gewünscht hat. Das luxuriöse Bett des Geschichtenerzählers lässt deine Augenlider schwer werden und der getrimmte Rasen, auf dem es steht, hätte Arsinoes Herz mit purer Freude erfüllt. Seht ihr, wie viele verschiedene Dinge sich hier befinden? Jetzt kann ich träumen, wie alle Sterblichen. Ja, nein, also, ja schon. Aber keiner dieser Träume ist euer eigener. Welchen Sinn hat es, die Träume der anderen zu sammeln? Ich möchte, dass sie einen eigenen Traum... Es besteht kein Anlass, so streng zu sein. Immerhin ist es mein allererster Traum. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt einen haben kann. Ohne euch hätte ich all diese Träume nie gesammelt. Wollt ihr sie euch näher ansehen? Erkundet meine Träume nach Belieben und sagt mir dann, ob sie so aussehen wie die der Sterblichen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Ratschläge, wie ich sie verbessern kann. Nein, nein, nein. Das ist mein Traum. Ein nicht spürbarer Windstoß durchfährt die geheimnisvollen Pflanzen im Reich der Feenwesen. Das Pflaster wurde nicht einfach gefegt, sondern gründlich mit Seife gesäubert. Der Rasen ist so akkurat getrimmt, dass kein einziger Grashalm heraussteht. Wirklich? Ich sehe da was anderes. Das weiche Bett lockt dich darauf, ein wenig auszuruhen. Die Musikinstrumente sehen aus, als wären sie jederzeit bereit, von selbst zu spielen. Ein Kürbis! Das ist mal ein prächtiger Kürbis. Ein Kürbis wie kein anderer. Was ist das? Was ist das? Papa, ich bin hier, ich lebe. Oh. Das ist irgendwie sehr traurig. Das frisch gebackene Brot duftet atemberaubend gut.
Eine bernsteinfarbene Flüssigkeit mit einem verwirrenden Geruch tropft steht aus dem Rohr der Destille. Das ist die Zwergendestille. Diese magische Waffe wurde verzaubert, um Dämonen auszulöschen. Damit ausgerüstet, wären deine Soldaten durch die feindlichen Ränge geglitten wie ein heißes Messer durch Butter. Wer auch immer diese Templer getötet hat, ist sauber und ohne unnötige Gewalt vorgegangen. Wir sind am Leben. Gepriesen seien die guten Götter, wir sind ein weiteres Mal am Leben. Dieser Wagen ist voll mit funkelndem Adamanterz. Was ist das für ein Schatten da hinten? Der Verjüngungstrank strahlt wie eine winzige Sonne, die in einer Flasche gefangen ist. Arushale, mein giftiger Schmetterling. Warte, sei vorsichtig, Satoru. Wo bist du, mein Liebling? Wir waren doch so glücklich wie der Sternenhimmel. Lass mich ein letztes Mal von deinem süßesten Gift kosten. Hat sie gerade einen Albtraum gehabt? Das war unkontrolliert. Sie hat alles in diesem Traum, hat sie kontrolliert erschaffen. Das war unkontrolliert. Du öffnest deine Augen. Arushale blickt dich mit großen Augen an. Die Dämonin atmet schwer. Schweißtropfen glitzern auf ihrem blassen Gesicht. Sie bemerkt nicht sofort, dass sie deine Hand mit ihren schmalen, brennenden Fingern zusammendrückt. Doch dann errötet sie und zieht sie sofort zurück. Es tut mir leid. Das solltet ihr nicht sehen. Ich wollte nicht, dass ihr... Ich wollte es nicht einmal selbst sehen. Wer war das? Ein alter Freund aus längst vergangenen Tagen. Dieser Schatten, ich wollte ihn endgültig aus meiner Erinnerung tilgen. Der Spitzname, den er mir gab, giftiger Schmetterling, war das Letzte, was ich jemals wieder hören wollte. Ich wollte das alles vergessen und es wäre mir fast gelungen, doch jetzt sucht er mich in meinen neu gefundenen Träumen heim. Warum? Alles lief doch so gut. Herr Ruschale schüttelt den Kopf. So etwas nennen die Sterblichen Albträume, nicht wahr? Es ist wohl eine weitere Bestätigung dafür, dass ich jetzt alle Aspekte der Traumwelt erkunde. Aber werde ich den Mut finden, sie erneut zu betreten, in dem Wissen, dass er mich dort erwartet? Ich habe noch so viel zu lernen. Sterbliche finden meist einen Weg, mit ihren Albträumen fertig zu werden. Und mir wird das auch gelingen. Danke für eure Hilfe und verzeiht, dass ihr dieses grausame Spektakel mit ansehen musstet. Der Succubus steht auf. Entschuldigt mich jetzt bitte. Ich muss alleine sein und über alles nachdenken, was ich gerade gesehen habe. Aber klar doch. Jetzt hat sie einen richtigen Traum. Albträume sind leider allzu oft die richtigen Träume. Wobei es auch sehr viele schöne Träume gibt, muss man ja mal dazu sagen. So. Dann. Extirpatoren, oh mein Gott, das ist sehr weit entfernt. Finians erwachen. Auf eine günstige Gelegenheit warten. Gut, das ist nicht zeitkritisch. Das ist auch nicht zeitkritisch. Nur der Hochstapler ist zeitkritisch. Und das ist das, was wir mit... Über Kailessas Bitte haben wir schon entschieden. Das wird noch gemacht. Und das hier... Oh. Achso, das ist aber... Oh. Wir müssen die Werte hochkriegen, ne? Wenn diese Mission scheitert, was passiert denn dann? Gut, das Lager der Extirpatoren. Das war sehr weit entfernt, oder? Es wird eine lange Reise. Da müsst ihr mal gucken, ob wir auf der Reise eventuell noch andere Nebenquests, die zeitkritisch sind, mit abschließen können, weil zurückteleportieren, es geht ja immer so instant. 30 Tage Zeit haben wir also, um an Orte zu reisen, die wir besuchen sollten, um sie zu erkunden, bevor wir den Mitternachtstempel angreifen. Dann muss ich das jetzt nur relativ gut planen. Und direkt hier drunter.
Da drunter. Das ist schon ziemlich arg. So, lass mal eben hier hingehen. Ich muss mal gucken, ob wir hier alles entschieden haben, was wir entscheiden wollten. So. Das hier ist, glaube ich, in Arbeit. Mitten unter uns. Angst vor der Oberfläche. Ach ne, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Hier, der Brief für Kalesa. 10 Tage. Xantis Experimente, ich werde den Teufel tun und das machen. Wir brauchen Führerschaft und Logistik. Auf Stufe 5. Ich glaube, Stufe 5 ist das Maximum, ne? Ja, das sieht so aus. Hier, das ist nämlich Diplomatie. Okay, Führerschaft und Logistik. Wie können wir Führerschaft und Logistik erweitern? Indem wir neue Regionen erobern, vielleicht? Weiß es nicht. Warum habe ich denn schon wieder 7000 Kreuzfahrerarmeen hier? Was ist denn hier schon wieder los? Meine Güte. Wo ist die Legion des Fuchses? Die ist hier unten, pass auf. So, das sind Mischvolk-Scharfschützen. Die gehen doch zu den Azata rüber. Mischvolk Scharfschützen rüber zu den Azata. Bitteschön. Jetzt haben wir hier jede Menge Fernkämpfer. Ne, ist Nahkampf. So. So. Dann, was haben wir hier? Das sind Inquisitoren. Was mache ich denn jetzt mit den Inquisitoren? Moment, die Inquisitoren können wir doch zusammenschließen mit der anderen Kreuzfahrerarmee hier. Die müssen ja nicht einzeln sein. Hier sind 4 Stück drin. Warum auch immer. Rekruten, Scharfschützen, Paladine. Hat wahrscheinlich mit den Entscheidungen zu tun, die ich da getroffen habe, ne? Dann haben wir hier Kirchenwachen und Streiter. Da wollte ich auf jeden Fall noch die Scharfschützen zu... Oh Gott. Achso, ja. Ich muss ja erstmal Ressourcen kaufen wieder, ne? Zack. Die Scharfschützen zu rekrutieren. Dann die Paladine noch zu rekrutieren. Eckenritter brauche ich nicht, Schleuderer auch nicht, Rekruten auch nicht. Die Kreuzfahrerarmee 2 bewegt sich schon mal in Richtung Legion des Fuchses. Und kann sich dann mit denen auch direkt zusammenschließen. So. Zack und zack und... Achso, die kann ich ja... Ah, die gehören ja gar nicht dazu, die Kirchenwachen. Die gehören ja zu dem anderen. Okay. Ab einem gewissen Punkt lohnt es sich wahrscheinlich auch, die hier aufzusplitten. Wobei, das wären dann 2 unterschiedliche Einheiten, ne? Die würden dann 2 Plätze verbrauchen. Das macht eigentlich keinen Sinn dann. Na gut. Okay, pass auf, ihr müsst wieder zurück. Zumindest die Kirchenwachen da. Sonst habe ich alles rekrutiert, was ich Hä? Ich habe die Paladine nicht rekrutiert. Nein! Ich bin ja auch doof. Aber dann bringe ich die einfach so hier runter. Ist auch kein Problem, da sind ja auch Scharfschützen mit dabei. So, nur für euch. Nochmal ein paar Paladine. Nochmal ein paar Scharfschützen. Den Rest könnt ihr leider nicht gebrauchen. Und ihr geht mal hier mit rüber. Dann haben wir nämlich nur noch eine Kreuzfahrerarmee 5. Die Legion der Azata ist mittlerweile auch eine 6er Armee. Da müssen die Kirchenwachen hin. Die wir hier jetzt dabei haben. Und hier unsere 9er Legion des Fuchses. Schön. Ja. Wie erhöhe ich Führerschaft und Logistik? Wahrscheinlich indem ich... Gebäudebauer in verschiedenen... Habe ich eigentlich in den ganzen... Achso. Habe ich eigentlich in den ganzen Regionen, die ich hier... Die ich hier erobert habe, habe ich da überall schon
Dinge gebaut. Hier sind Gebäude drin. Was ist eigentlich mit dem, was ich erweitert habe hier an der Seite hier? Habe ich da schon alles gebaut, was ich da bauen könnte? Und erhöht eines davon Führerschaft oder Logistik? Logistik plus 4500, ja. Das erhöht aber alles nur Logistik. Führerschaft wird da nirgendwo erhöht. Versorgungszentrum. Erhöht das Energiepunkteinkommen um 4. Eine uralte heilige Stätte der Sakorianer, die von der dämonischen Verderbnis befreit wurde und nun wieder Sterblichen als Leuchtturm des Glaubens dient. Energiepunkte 30 pro Tag. Wir haben hier den Garnisonsstand, die Kaserne, Garnisonsstallungen, Zauberkundigenloge. Die Ruhmeshalle senkt die Rekrutierungskosten von Söldnereinheiten um 5%. Wir können eine Ruhmeshalle pro Festung errichten. Wenn wir also mehrere Festungen haben, können wir es bis zu 20-30% senken wahrscheinlich, oder? Alle Generäle einen Energiebonus von 10. Wobei andererseits... So... So. So. Jetzt haben wir natürlich wieder viel ausgegeben, aber wir haben ja zu Hause, wie gesagt, noch recht viel. Wie viele Punkte bräuchten wir denn hier in Logistik? Wir haben 253.000. Der nächste Rang ist bei 320.000. Puh. Ja, mit den vier Gebäuden, die hier jeweils... Das sind 9.000, 18.000, die jetzt oben drauf kommen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich glaube, ich müsste mal gucken, dass ich wieder eines dieser Gebiete hier erobere. Und alle Festungen ausschalte. Aber das ist eine 10er Dämonenarmee hier. Da oben komme ich nicht dran, warum auch immer. Ich denke mal, das ist im Rahmen der Story irgendwie blockiert. Hier unten komme ich nicht wirklich hin. Da bin ich nicht vorbeigekommen. Im Augenblick sieht das relativ kompliziert aus. Der einzige Weg, den wir noch gehen könnte, wäre hier runter. Aber hier ist diese Festung. Ich glaube, das ist die einzige, die noch im Weg steht. Diese Festung hier oben, um dieses Gebiet zu erobern. Aber wie gesagt, eine 10er Dämonenarmee. Puh, okay. Kreuzzugsmoral steigt. Das erhöht ja aber nicht unseren Führerschaftswert, oder? Nicht, dass ich wüsste. Haben wir in Dresden eigentlich noch Sachen, die wir... Streiter, Scharfschützen, Paladine, Kirchenwachen. Haben wir da noch irgendwas, was wir bauen könnten? Für den Fall der Fälle. Oh ja, hier ist noch sehr viel offen. Hier ist noch sehr viel offen. Was wir auch mal machen sollten. Hatte ich nicht gesagt, ich wollte das... Wobei, das ist eigentlich irrelevant, ne, das hier alles umzubauen, weil unsere Armeen sind ja eigentlich... sind ja doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Sammlerposten, Söldnergilde, Loge der Gesellschaft der Kundschafter. Für alle Söldnereinheiten, das ist nicht schlecht.
Die Halle der Strategie gewährt einen Bonus von plus 1 auf Verteidigung und Angriff sowie einen Bonus von plus 2 auf Macht für alle Gen. Hallo! 2700 und 600. Ach, die habe ich aber schon gebaut. Da, die Halle der Strategie, alles klar. Das ist auch, das kann man nicht mehrfach machen, oder? Das ist, das mehrfach wird das dann auch nicht bringen, glaube ich zumindest. Obwohl, da steht ja nicht, man darf nur eins davon haben. Theoretisch könnte ich ja noch so eine hier hinbauen. Allerdings ist sie auch ziemlich groß. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, muss ich gestehen, wie ich an Führerschaft vor allen Dingen kommen soll. Logistik könnte ich mir vorstellen, das ist halt wirklich durch das Bauen von Gebäuden in den entsprechenden Siedlungen bzw. Außenposten ist. Denn wir haben bei weitem, glaube ich, auch nicht jeden Außenposten komplett besetzt. Das wäre auch mal wichtig zu gucken. Hier haben wir gebaut. Hier haben wir gebaut. Da haben wir ja sowieso gebaut, ja. Hier haben wir gebaut. Da haben wir gebaut. Den haben wir bebaut. Den ebenso. Okay, dann haben wir doch alle gebaut. Also bebaut. Na gut. Dann müssten wir in Dresden vielleicht nochmal investieren. Gut, ich mache mir mal einen Plan. Ich glaube, ich mache mir mal einen sinnvollen Plan. Wenn ihr Tipps habt, immer raus damit. Ansonsten schauen wir einfach in der nächsten Folge, wie wir es genau angehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.